Am Donnerstag läuft in den deutschen Kinos der Streifen Kundschafter des Friedens an. So nannte man in der DDR auf eine sehr beschönigende Art die Auslandsspione. In dem neuen Streifen von Robert Thalheim geht es darum, dass der Bundesnachrichtendienst auf alte DDR-Agenten zurückgreifen muss, die aber längst im Rentenalter sind. Ein Angriff auf die Lachmuskeln ist also garantiert und die Besetzung ist erstklassig. Henry Hübschen, Jürgen Brochnow, Thomas Thieme, Winfried Glatzeder, Michael Gwisdek und Antje Traue sind ein Garant für beste Unterhaltung. Am Samstag konnte sich das Zwickauer Publikum über eine Vor-Vorpremiere freuen und zwei der Darsteller haben persönlich im Astoria vorbeigeschaut. Na bitte, geht doch. 90 Minuten ausgelassene Stimmung in einem vollbesetzten Kinosaal. Das schafft bei weitem nicht jeder Film. Die Kundschafter des Friedens haben es aber geschafft. Regisseur Robert Thalmann hat es geschafft, einen Gag nach dem anderen abzufeuern, ohne dass der Film zum Klamauk verkommt. Einen großen Anteil am Erfolg haben aber unbestritten die Schauspieler, für die es bei den Dreharbeiten weniger witzig, dafür aber anstrengend war. Nee, ernsthaft, war richtig schwer. Was war das Schwere? Die Arbeit. Hinter der Kamera war es schon lustig, aber vor der Kamera war es manchmal. Also ich musste mich schon ein bisschen anstrengen, nicht ein bisschen, überhaupt anstrengen. Also ich fand schon, dass es schwer war, so den Film zu realisieren. Für mich jedenfalls. Schon Shakespeare soll gesagt haben, um ernst zu sein, genügt Dummheit, während zur Heiterkeit ein großer Verstand unerlässlich ist. Das sieht auch Antje Traue so, die in dem Film eine junge BND-Agentin spielt und mit den Rentnerspionen aus dem Osten so ihre liebe Not hat. Ja, also ich meine, Komödie ist wirklich Meisterklasse zu drehen. Es braucht einfach Timing, es braucht Rhythmus, das ist wirklich so. Und dann gibt es natürlich, Humor kann man auch nicht verhandeln. Also Humor ist für jeden subjektiv was ganz Unterschiedliches. Und da gab es Momente, die waren witzig und andere sind jetzt vielleicht im Film witzig, aber es hätte nicht unbedingt. Also ja, beides. Das ist halt das Los des Schauspielers. Auf der Leinwand sieht alles nach einer riesigen Party aus, die die Darsteller am Set gehabt haben könnten. In Wirklichkeit sitzen die ersten 4 Uhr morgens in der Maske, um irgendwann in der Nacht Feierabend zu haben. Außerdem sind die Dreharbeiten nur ein Teil auf dem Weg zum fertigen Film. Und dann ist es ja so, dass der Film nicht beim Drehen entsteht, sondern der entsteht ja vorher und danach. Überhaupt erst. Also der Schnitt, der Ton, die Musik, Sound und so weiter. Ja, da wird der Film gemacht. Und wir, so als Spieler, steigt man irgendwann dazu, wenn der Film anfängt, also mit den Dreharbeiten, und sind die vorbei, fliegt man wieder raus. Und dann wird er eigentlich erst hergestellt. Also wir waren, oder ich war überrascht, als ich ihn dann gesehen habe. Für das Drehbuch zollte Henry Hübschen dem Berliner Regisseur Robert Thalheim Respekt. Wer eine Komödie schreibt und darin auch geschichtliche Fakten eine Rolle spielen, der braucht ein großes Hintergrundwissen. Manchen Gag versteht sicherlich nur, wer im Osten aufgewachsen ist. Das Drehbuch hatte auch den alten Hasen Henry Hübschen überzeugt. Nee, der Robert Thalheim hat sich schon sehr gut vorbereitet. Der hat ja das Drehbuch geschrieben, hat x-mal umgeschrieben. Es gab natürlich den einen oder anderen Satz oder eine Idee von den Schauspielern. Aber er war relativ stringent, blieb er so bei seiner Meinung und die scheint er Erfolg zu haben. Den weiblichen Part in der Agentenwelt spielt Antje Traue, übrigens eine geborene Sächsin. Das Aufeinandertreffen der 4 Kultschauspieler Hübschen, Thieme, Glatzeder und Gwisdek wird sie so schnell sicherlich nicht vergessen. Es war eine ganz tolle Zusammenarbeit, was soll ich, kann das nicht anders sagen. Es war aufregend, es war lustig und ich habe einfach eine richtig gute Zeit mit denen gehabt. Und es ist auch schwer zu erzählen, weil wenn die 4 aufeinandertreffen, dann ist das einfach so eine Klasse für sich. Es ist schwer wiederzugeben eigentlich, aber es war ganz toll für mich. Für die Gäste war es natürlich ein toller Moment,
die beiden Schauspieler am Ende des Films auch mal live zu sehen. Mit einem donnernden Applaus wurden die beiden in Zwickau begrüßt. Herzlich willkommen, Henry Hübchen und Anton Taue. Vor allen Dingen noch hauptsächlich drei anderen älteren Herren. Wir waren froh, ich war froh, dass Antje zugesagt hat. Die hat ja eigentlich noch drei andere Filme im Angebot, wollte aber dann doch uns kennenlernen. Im Anschluss gaben die beiden Schauspieler noch eine Autogrammstunde und wurden regelrecht umringt. Nun dauert es noch bis zum Donnerstag, dann erst läuft der Film offiziell in den deutschen Kinos an. Die Reaktion des Publikums am Samstag lässt aber hoffen, dass die Kundschafter des Friedens zu einem Kassenschlager werden könnten.